Was geht ab? Ne, gut, die Schwärze spare ich mir. Freunde, willkommen zurück zu Donkey Kong 64, Part 18, glaube ich. Wow. Hier ist noch eine Play, das mache ich mit Didi, weil wir machen die Plays. Hilfe, mit Didi am meisten Spaß. Geh weg, Kollege, ich will nicht mit dir spielen. Oh. Ich finde die so geil. So, Didi, komm mal mit, weil du musst ja auch noch ein paar Bananen einsammeln. Didi. Die doppelte Verweiblichung ergibt also die... ach man, ich glaube, den Witz hat das kein Schwein kapiert. So, einmal ein paar Bananas mitnehmen hier. What? Ja, freu dich noch. So, im letzten Part haben wir die Nintendo-Münze... Ach Quatsch, nicht die Nintendo-Münze. Die Rare-Münze eingesammelt und die neue, die vierte Welt betreten, die, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, mir nicht so liegt irgendwie. Also nicht so liegt, ich mag die einfach nicht. Besonders. Ich kann nicht sagen, dass ich sie nicht mag, dann würde ich an der Stelle mal aufhören zu spielen, weil Sachen, die ich nicht mag, spiele ich generell nicht. So, Lenky brauche ich auch meine. Ach ja, ich wollte ja jetzt mit. Na, da mach ich ja mit Lenky, ist ja auch egal. Wo war ich jetzt? Genau, Spiele, die ich nicht mag, spiele ich sowieso nicht. Nee, also ich mag die Welt bloß nicht besonders irgendwie. Eine komische Stimmung und dann überall mal Wasser und alles düster und ich mag keine Emo-Level. Ich weiß, jetzt kommt die wieder, schon wieder Emo-Witze, das hatten wir schon so oft. Ja, aber alte Witze werden nie alt, nicht wahr? Paff, zack hier, so einmal. Plate-Action! Gott, ich will im Kreis kreuzen. Egal. Let's go mit mehr Quitter-Crash. Wer macht kritische Treffer? Hilfe! Wow, Alter! Du Scheiße! Ja! Eiskalt verkackt. Gut, nochmal im Kreis kotzen, nicht wahr? Einmal ist kein Mal, nicht wahr, Freunde? Also, ein Fail zählt nicht auf gut Deutsch. Probier's mal so. Smacken! Scheiße, Mann! Mann! Was kavuns, Mann! Alle weggeslasht, dann fahrt's. Hier, du auch noch, Mann. Und Kapuns, Mann. Ich finde die Arena hier richtig geil. Die kann man so schön umbashen, einfach klatsch. Und voll in die Fresse. Und bounce. Und gleich der nächste. Und fahrt's. Und klatsch, boom. Und Headshot. Und what? Ey, na gut. Besser spät als nie. Hier und du noch mal. Schön mal. Triple Faust, Mann. Kapuns, Mann. Hier, du auch. Ja, ihr habt nicht genug, Mann. Der gibt jetzt aber nochmal eine Hyperwave aus Maul, Mann. Hier, Kavuns, Mann. Und Slash Kavuns. Ach, schön. Einmal ein bisschen die Aggression ausgelassen. Was ist besser bei dem Wetter? Obwohl, heute geht's eigentlich noch. Der zweite Ostersonntag-Part, Donkey Kong, wurde auch noch gewählt. Und als drittes kann ich ja schon mal sagen, kommt Mario Party 2 natürlich. Das war ja klar. Mario Party 2 ist ja das von euch meistgeguckte Let's Play, ne? Ich glaube, das wisst ihr aber selber, das muss ich euch nicht erzählen. So, was mache ich denn jetzt? Ich müsste ehrlich nochmal da oben hin. Wie komme ich da nochmal hoch? Einfach hochspringen? Ach so, ne, mit der Kanone, gut. Dann mach ich so. hoppla! Ja, hoppla. Du schon so ein hoppla, Heini. So, hier, spring mal gerade, Lenky! Manometer, kann doch nicht wahr sein. Ich kann hier nicht mal richtig springen ohne die richtige Perspektive. Das ist wirklich ein bisschen peinlich, muss ich ja sagen. So, jetzt aber. Zack. Hep. Jedhep. Jedhep. So, einmal eine Dreierplate. Da ist was für Tiny. Gut. Und da ist was für Chunky. Das ist aber nicht so schön. Dann muss ich mal Chunky nochmal hier hoch. Ich hatte ihn doch schon mal draußen. Na gut, einmal changen. Bringt mich nicht um, nicht wahr? Also eigentlich zweimal changen, wenn man so will. So, komm her. Mr. Chunky Kong. Damit hat er nämlich auch seine 15 Bananen zusammen und dann wird ja langsam mal ein bisschen kompletter in die Welt, hoffe ich, damit ich so schnell wie möglich hier. Hilfe! Wow, Alter. Mit den Brettern ist das ein bisschen scheiße gemacht, weil man von auf ein unteres auf ein oberes Brett nicht laufen kann. Man muss springen. Wenn ich jetzt gegenlaufen würde, würde ich an einer dieser Kanten irgendwie abrutschen. Na, okay, mein Chunky geht's doch. Aber was habe ich da als Kind in Erinnerung gehabt, dass man da nicht so einfach rüberkam. Das war ein bisschen ätzend. Deswegen einfach springen und... So, einmal Tiny rausgeholt. Frauenpower. Flower Power. Nein, Spaß beiseite. Das ist nicht diskriminierend, nicht wahr? Ich wollte es nur nochmal erwähnt haben. Ey, Mann, warum muss ich mich hier mal ranhängen? Sehe ich aus wie ein Zirkusclown oder wie ein Zirkusaffe? Okay, wie ein Zirkusaffe schon eher. Hilfe, ich will jetzt nicht abstürzen. Ich kann ja twisten einfach. So, hier mein Fünfer und...
So ist mir das sicherer. Hier, Mann, kriegst du Pfeile in den Arsch. Stehst doch drauf, du Assi. Scheiße. Ficken, Alter. Oh, nee, ey. Aber wenigstens mein voller Stimmklang wieder da. Ist das super. Schnell, Tiny, Mann. Och, Mann, ich hab keinen Bock zu warten, bis der wieder spawnt. Das ist doch voll asozial. Ist doch voll scheiße. Freunde, Kaffeekränzchen, würde ich sagen, nicht wahr? Oh, da kommst du ja schon. Tschüssi. Hyperwave. Die Hyperwave macht dich down. So. Denn wäre, glaube ich, hier soweit fertig, oder? Warte mal, hier wollten wir doch noch was von Donkey, oder? Muss ich mal ganz kurz gucken. Ich kann ja mal doch schon mal rausholen. Los zum Tauschfass. Wartet mal, ich glaube, Tiny musste auch eins dieser Türen hier aufschließen. Ich gucke einfach mal, weil das kann ich ja schon mal machen. Wo ist das so? Brauche ich nicht. Noch nebenbei so einen komischen Grünsüchtigen mitgenommen hier, ne? Nicht, dass hätte ich das Grüne vom Ei. Ja, geh weg, Mann. Nee, das ist für die. Outdoor. Alter, du Assi, sag mal, hast du ein Rad ab? Hier, guck mal. Hyperwave! Kavuns, Mann. Und wieder haut er sich seine fette Keule selbst auf den Schädel. Ja, Gott, wie hirntot. Okay, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht wahr? Das Hirn ist jetzt tot, nicht wahr? Wäre es anders, würde ich mich wundern. Ich meine, hallo. So ein Ding möchte ich nicht auf den Schädel kriegen, Alter. Aber die Affen sterben natürlich nicht sofort. Die halten ja eh immer mehr aus. Das ist ja Nintendo-Regel, nicht wahr? Oh, scheiße. Oh, nein. Do. Kavuns, Mann. Hier, geh mal weg. Mann, lass mich da mal in Ruhe, Mann. Kavuns. Assi, Mann. So. Wollte ich doch sagen, hier ist doch noch was für Donkey. Und einmal 10 Bananas. Film for me, ne? Ihr könnt mal als Comment schreiben, mit welchem Kong ihr mich aber als erstes vergleichen würdet. Keine Ahnung. Ich bin mir selber umschlossen. Am sympathischsten finde ich irgendwie die. Ich weiß auch nicht wieso. Er ist halt der kleine, kauzige Süße. Ich weiß auch nicht wieso. So, warte mal. Die muss da jetzt aufschießen. Das war das rechte Tor, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, genau. Einmal die Munition rausholen und. Treffer Numero Uno und Treffer Numero Dos. Uno Dos Tres, genau. Das ist, glaube ich, Spanisch, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich will jetzt nicht erzählen, was falsch ist. Dann krieg ich wieder Ärger von euch. Also. Nee. Jetzt muss ich mich mal erstmal umgucken hier. Machen wir so ein bisschen Remembering machen, ein bisschen Brainstorming, wie es so schön heißt. Oh Gott, das da hinten sagt man. Das da, darauf freue ich mich schon. Darum ist ein Lenky-Ballon gut. Das ist das. Dann ist hier noch. Alter, hier ist eine Menge zu tun. Ich finde, das ist das größte Gebiet. Hier muss man in der Welt am meisten machen. So. Aber natürlich machen wir die andere Seite auch noch auf. Und ey, guck mal, da ist Kukishinski schon wieder. Smegman. Und Bash. Nein. Oh Mann, du Assi, Alter. Aber ich weiß, man kriegt ihn auch mit der Orange down. Und zwar, wenn er mit seiner Keule im Boden versteckt. Und dann Kavuns. Sonst spielt er einen auf Baseballer und macht hier einen auf... kriegst du deine eigene Bombe zurück. Das ist nicht so witzig. Aber das sind auch Taktiken, die braucht man nicht. Solange man die Hyperwave hat, kommt man überall super klar. Hier mal umgewollt, man, alle Neune. Und einmal, yeah. Und einmal hier, hallo. Ah, super. Blindtreffer. Ich finde das so assi. So, hier war viel für Donkey zu tun, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ach genau, durch das Riesentor kommen wir auch noch Ach genau, das muss ich auch noch machen. Darf ich nicht vergessen, das war da mit Didi irgendwo da oben, ne? Da hinten ist auch noch was. Jetzt gucke ich mich erstmal um, wa? Wichtig ist als erstes immer erstmal hier unten diesen Button drücken, nicht weiß ich noch. Denn damit geht ein bisschen Wasser hoch und... Warum mache ich gerade Slow Motions? Wo war ich unter Wasser? Ist ja asozial. So, einmal ein bisschen die Wasserspur hochgestellt. Jetzt kommen wir nämlich in diesen Mittelturm hinein. Ist jetzt nicht so wichtig, aber naja, doch schon irgendwie. So was, hä? Ach, da ist noch was für den komischen Schwert, für den blauen Schwertfisch. Hier ist dies Blaupause. Ey, Alter, ich schwimme. Da ist ja ein Haufen Mischmasch. Die Blaupause, Tiny Ballon und mit... Ja, toll. Drei Kungs auf einmal. Ist ja nicht so very good, nicht wahr? So, hier einmal hoch, bitte. Schwimm mal schnell, Loki, los. So, hier haben wir schon mal eine 1. Ist ja wenigstens etwas. Was haben wir hier? Twip! Ja, ein Donkey. Und ein Donkey. Na gut, dann... Ich wusste doch, hier ist viel zu Donkey zu machen. Einmal würde ich sagen, einmal hinauf in den Himmel. Ist zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Den Witz hatte ich jetzt auch schon übelst oft gehabt. Scheiße. Genau, ganz alleine. So, da unten sind Bananen, aber oben auch. Fliegt denn nur hin? Alter, irgendwann krieg ich mal Flugmeilen gut geschrieben, glaube ich euch, Alter.
So, da war ich anscheinend richtig. Oh, fuck. Ich glaube, das war falsch. Scheiße. Kann ich nicht eigentlich? Nee. Das wäre cool gewesen, wenn das funktionieren würde. Gut, aber ich wollte ja sowieso nur die Bananen unten haben. Ich glaube, ich habe einfach zu... Oh, da war ein Ballon. Super. Merken. Ja, ist ja gut. Ich habe es kapiert. Gleich brüllt er wieder. Mann, Doggy, bist du ein Mann oder eine Maus? Ach, okay, du bist gar nicht davon. So einmal Faulenz. So, hier war irgendwo... Genau, Bananas. Die wollte ich haben. So, wo geht's dahin? Sehr, sehr verwirrend hier. Ach, nochmal so ein Kreis um den Ding. Na gut. Dann muss ich wohl doch hier rein. Dann einmal zack. Und zack. Oh Mann, Doggy, du tust mir echt leid. So, was ist hier? Boah, dreh um, ein Leuchtturm oder was? Einmal eine Münze. Was gibt es hier noch? Da komme ich her. Noch eine Münze. Bananas und Stern. Schwing! Very nice. Und damit haben wir die Robbe freigelassen. Das ist wichtig, weil nun können wir diese Robbe nutzen. Ich weiß gar nicht, warum schwimmt die da unten hin? Die muss auf die andere Seite. Denn da können wir jetzt ein ziemlich cooles Rennen mit ihr machen. Das ist, glaube ich, das auch das funnieste Bananengedöns hier in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ich finde das extrem geil. Es macht Spaß. Es hat so ein bisschen Mario Kart Flair und irgendwie wieder dieses Münzen sammeln. Das kennt man ja aus dem Fabrik Fatal Minispiel. Aber halt ein bisschen anders, ne? Werdet ihr ja sehen. Pass mal auf. Ihr Pusher-Knöpfchen, nicht wahr? So, und dann würde ich sagen, ja, genau. Aber natürlich darf ich den Ballon nicht vergessen. Und ich hätte es wieder fast vergessen. Ich kenne mich doch. Yeah, wo ist denn der Ballon, Mann? Da ist er. Du Assi-Ballon! Danke. So, einmal hier hochgeklettert, weil das Ding geht hier oben zu. Das war ziemlich blöd. Mein Gott, Donkey. Schäme mich im Grund und Boden. Rubbelst dich an der Stange wie so ein notgeiler. Naja, ihr wisst schon. So, hier ist so ein Fetti. Den machen wir gleich erstmal hier ein bisschen. Doppelt. Nee, doch nicht. Ey, sag mal. Ey, hallo? Bin ich so schlecht im Zielen? Erstmal Zielwasser saufen. Nee, ist noch zu früh am Nachmittag für hochprozentige Milch natürlich, ne? So, einmal Hyperwave, ein bisschen Geld mitnehmen. Warum nicht, wenn ich schon mal hier bin? Frisst ja kein Brot. Ich würde schon sagen, ich treffe wieder nicht, ja. Das wäre ein bisschen peinlich gerade. So, ich weiß hier, warum ein Ballon, der war ziemlich schwer zu treffen. Das sieht man natürlich von hier aus. Ja, hallo, ich hab dich doch gerade so umgesprengt. Wo kommst du denn schon wieder her? Ach man, da seht ihr mal, wie die fetten Reproduktionsrate unserer Welt steigt. Das war gerade rassistisch. Hallo, ich hab gerade einen Ballon gesehen. Toll. Ich hab wie ein Brett oder einen Zaun vorm Kopf. Mann, oh, wie soll ich denn da rankommen? Wo von hier unten aus, wa? Ah, hier geht's. Und ich, Trottel, hab das immer von oben gemacht. Ich meine, wie hirnlos. Ja, wie weit auf einmal die Sicht anders ist, wenn man ein bisschen älter ist, nicht wahr? Aber ich glaube, das ist normal. Aber ich habe auch so ein Gefühl, die Reaktion sinkt im Alter einfach unausweigerlich. Sogar ich merke das schon, weil ich letztens irgendwo zu irgendeinem sehr reaktionsschnellen Spiel... Mann, scheiße! Ach, Mann. Donkey. Zu irgendeinem reaktionsschnellen Spiel so ein Part auf YouTube gesehen habe, dachte so, boah, Alter, wie schnell sind denn manche Menschen? Und das sind doch gar keine Menschen und das geht doch gar nicht. Und ich glaube, ich bin einfach nur zu langsam. So, jetzt Donkey, mach doch mal jetzt hier aber ein bisschen, jetzt mal ganz ruhig. Gechillt, ganz gechillt, Freunde, wir haben noch Zeit, wir haben alle Zeit der Welt. Es ist ja eure Partzeit. Wie fies. So, wir haben schon 55 Bananen mit Donkey. Ich sag gar nicht, ist viel mit Donkey zu machen. So, Hilfe, alte Scheiße, Mann. Ich fahr hier gleich runter, ich rieche es kommen, Alter. Ist ja nicht überhaupt für ein Riesenturm hier, das erinnert mich sehr an Super Mario 64 irgendwie. Diesen Sternenturm, wenn ihr euch erinnert. Und zwar Wumms Wuchtwald oder so. Ach, guck mal, hier ist da, ist noch eins. Und schon sind 65 Bananas zusammen. So, warte mal, darf ich mal die Kamera drehen? Nee, darf ich nicht. Gut, hier ist einmal ein Hebel für Donkey. Ey, dreh dich doch mal, Donkey. Und jetzt mal. Push das Knöpfchen und einmal nach hinten ziehen, bitte. Schwanz und... So, was passiert denn jetzt? Ich würde sagen, wir haben den Strom angemacht. Ich glaube, jetzt geht nämlich der Leuchtturm an und das Bötchen kommt raus. Aber ich bin mir nicht sicher. Wenn ich jetzt was Falsches sage, dann bin für alle Kritik offen, nicht wahr? Ich verstehe auch gar nicht, warum man hier einen Leuchtturm braucht. Ich meine, es sind doch bloß Felswände rundherum. Ist doch voll hirnlos. Ach, was soll's. Und da seht ihr schon. K. Wools Piratenschiff.
glaube, da ist nur was für Chunky drin gewesen. Ich bin mir schon wieder nicht sicher. Ich glaube, ich sollte mich echt mehr informieren, bevor ich Parts aufnehme. Oh, eine goldene Banane. Schon wieder mal. Wir haben nur einen Hebel gezogen, aber egal. Achtung! Scheiße! Voll geil. Ich mache das zu gerne. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist ja praktische Selbstverstümmelung hier. Donkey Kong, die zweite Banane gehört uns. Von durchgerechnet 25 Bananen haben wir jetzt also schon zwei. Na ja, so ein toller Gewinn. Ne? Ich hab ein paar wieder mal richtig wenig viel geschafft, nicht wahr? Zap. So, hier einmal eine 5 aktiviert. Habe ich noch gar nicht gemacht, ich Trottel. Hier ist ein... wo ist denn hier eigentlich ein Tauschfass? Ist da bei Schniedel eins? Schniedel! Ach man, ich tauche jetzt. Ich hab keinen Bock mehr. Tauchen geht schneller als schwimmen. Ist voll unlogisch, aber... Hatte ich auch schon mal. So, einmal Tiny hier mal ein bisschen Belängings. Was laber ich für Scheiße? Die Ballons abschießen oder den Ballon und... Ach, ihr wisst schon. Zack. Hallo. Oh, ich hab schon wieder ein Brett vorm Kopf. Ach so, das war das komische Sneedle-Hauptquartier-Ding in Sidöns. Hey, hallo. Ach, Mann. Zielen will gelernt sein. Nicht treffen, aber auch. So. Nee, abgeben bräuchte noch nicht. So, wen hole ich mir denn jetzt? Didi zum Beispiel. Ich kann ja mal einen Rundumflug machen und mich mal so ein bisschen umgucken, weil ich weiß ja eigentlich, was ich machen muss. Und eins davon ist auf jeden Fall mit dem Jetpack ziemlich weit oben auf dem Leuchtturm und das war ziemlich assi. Ist aber einer der letzteren Bananen, die ich hier mache, weil die einfach asozial sind. Da muss man nämlich in diesen Roboterfisch, ich meine, vielleicht wissen einige jetzt schon wieder, was ich meine. Der Rest, der darf gespannt sein. So, warte mal, hier war auch irgendwas Mieses. Wo ist denn das, genau, das Robbengitter? Da war nämlich eine Didi-Banane oben drüber im Ballon. Richtig mies versteckt, den sieht man ja nicht immer. Treffe ich mal die richtige Höhe, danke. Also. Kann ich die einsammeln, ohne zu landen? Scheiße. Ach, ich komme, ich lande einfach. Ist mir the safety way. Oh, guck mal hier, wollen wir mal aus dem Boot landen? Uhu, guck. Ich bin da. Was war das für die gerade? Tatsache. Was für die? Hey, hallo. Hör mal. Oh, Pauls. Oh, eine goldene Banana, Freunde. Geil. Das wusste ich gar nicht mehr. Doch, da ist nur was für Chunky drauf. Und na klar, die ist bis da oben hin. Ist ja klar, das ist ja voll logisch. Naja, egal. So, genau hier ist mir auch für Chunky. Diese Ding kann man mit einer Stampfattacke aufbören. Aufbrechen, wollte ich gar nicht sagen, aber okay. Hallo, ja. Danke, wieder Kamera gedreht. So, einmal muss ich noch fahren. Ich will schon mal oben die Bananen und die goldene Banane einsammeln. Die Musikplatte aktiviere ich jetzt allerdings noch nicht, weil... Nee, vergesst es. Das hat Mike später, das weiß ich jetzt schon. Donkey Kong. Genau, ganz seine Meinung. So, und einmal... Oh, Scheiße, Hilfe! Total geil. Selbstverstümmelung for the win, nicht wahr? So. Was kann ich jetzt noch machen? Mal überlegen. Unten ist auf jeden Fall noch was zu tun, ne? Basic. So, die Donkey-Platte ist auch schon wieder oben. Das heißt, wir kommen nicht mehr rein, aber brauchen wir ja auch nicht. Für dich war da hinten eine Blaupause. Mal gucken, vielleicht kriegen wir die schon mal. Man kann ihm ja auf den Kopf springen, aber ich glaube, ich muss dafür Wasser runterlassen. Dafür muss ich Wasser lassen. Haha, wie witzig. Sterb da mal, du Assi. Los. Ey, Dro, Scheiße. Ey, wie oft will der mich noch verkloppen? Ha, Kabuns. Eine Blaupause für Didi. Aber die Musikplatte und den Ballon kann ich definitiv nicht anders machen. Das lässt sich nicht ändern. Mann, Didi, Mann, sei doch mal schnell, echt. Warum schwimmen die alle so langsam? Wer hat das veranlasst? Echt, den müsste man lynchen dafür. Ich glaube, demnächst müssen wir auch unter Wasser. Ich habe gar keine Lust drauf. Und seid doch mal ehrlich, ist doch mal voll die düstere Stimmung, oder? Ich mag das nicht. Lalala. So, mit dem schwimme ich denn jetzt nach unten? Ich nehme mal Lenky mit. Der hat noch gar nichts gemacht. Komm mal mit, Kollege. So, mal ein bisschen Schwimmerei hier. So, weil hier war da auch irgendwo hier sein blaues Schwertfischfässchen. Genau das da. Das würde ich gerne mal aktivieren. Aber erstmal Bananas. Halt nicht so schnell, Mann. Ich muss doch nach oben. Ach, Lenky, du bist ein Clown. So, und dann 30 Bananen haben wir auch schon mal. Hier fast ein Drittel zusammen. Läuft doch ganz gut. Ach, hier ist noch ein Tauschfass. Das ist ja gut zu wissen. So, wo ist denn jetzt der Eck? Das kann nämlich nur Lenky machen, Freunde. Ich wollte es ja mal erwähnen. Die Münzen lasse ich jetzt mal in Ruhe, die brauche ich gerade nicht. Und als dieser Schwertfisch können wir, glaube ich, nichts einsammeln. Nicht mal das, was Lenky wirklich gehört. Ah, die Mucke ist cool.
Wenn du wieder das Säckchen spielen willst, halt immer, kennen wir doch, den Rückverwandlungsmodus. Die Mucke finde ich richtig geil. Und ihr seht, die Münzen sind transparent, heißt, können wir nicht einsammeln. So, einfach schön schwimmen, der ist schön schnell. Und mit B können wir ja ein bisschen aufsmashen. So, eine Kiste muss ich bemerken. Zwei Kisten. Gut. Weil, oh, hier sind Chunky-Banner. Weil, wenn wir in Gefilde vordringen, die wir nicht reingehören, dann kommt wieder Kay Wools fiese Sachen und dann, verpiss dich, Mann, du gehörst hier nicht hin und so, ne? Klassisches Außenseiterlachen. So, hier sind 20, waren das alle? Das waren noch nicht alle Tier. Das war noch mehr. Da drehe ich doch noch Stress. Lalala. Hier nicht reinschwimmen, das ist nicht für ihn gedacht. Aber ich glaube, hier unten ist noch so ein Kistengedöns. Genau, das hier nämlich. Kavuns, Mann. Und eine goldene Banana. Geile Scheiße, Mann. So, ich glaube, die kann ich auch schon einsammeln, oder? Die sieht nicht transparent aus. Hallo? Nee, definitiv nicht. Lalalala. So, hier ist was für Tiny, das weiß ich. Da ist ein Tausch, was? Noch eins, meine Fresse. So, dann würde ich sagen, doppelt gemoppelt. Ziehen wir uns die goldene Banane rein und dann die Sachen, die der ganze Typi da aus den ganzen Kisten rausgeholt hat. Donkey Kong. Nein, Lanky Kong, Mann. So waren das jetzt überall. Hier war zum Beispiel eine, das weiß ich. Genau da. Bananen unter Wasser, die sind bestimmt schon ganz schimmelig. Deswegen sind sie blau, die sind blau angelaufen, die haben keine Luft mehr. So wie blaue Gesichter anlaufen, ne? Wenn sie keine Luft kriegen, ja? La 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 la. Na gut, ein bisschen Kleingeld, warum nicht, ne? Kann man da machen. La 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 la. So, hier die letzten. Ich hoffe echt, ich habe jetzt alle Kisten gefunden. Wenn nicht, dann reiß ich mir den Arsch ab, weil dann suche ich mir wieder diese 5 Bananen, die ich vergessen habe. Und das wird dann wieder eine richtige Suchaktion. Aber wenn ich sie nicht finde, die letzten 5, dann weiß ich gar genau, wo ich hin muss, nicht wahr? Weil das kann nämlich nur hier sein. So, da war es für Chunky, aber auch was für Tiny. Das mache ich jetzt erstmal. Das ist nämlich wichtig. So, Tiny, komm mal mit. Da war irgendwo was. Oh, Geld. Die Frau braucht Geld, Freunde, das ist natürlich logisch. Die braucht wieder Geld für neue Klamotten, weil wer in Wasser gesprungen ist hier in das komische Gammelsoßenwasser. Das ist aber bestimmt kein warmes, schönes Wasser. Das ist aber bestimmt so eine kalte Ätzbrühe, schön mit Chemie versetzt und was weiß ich nicht halt. Da muss man danach die Klamotten wegschmeißen, nicht wahr? Mhm. Also brauchst du neue. So, einmal Tinimus, Minimus. Und auf ins kleine Häuschen hier. Da ist ein ziemlich cooler Charakter drin. Also als Kerl ist er jedenfalls cool, weil ihr werdet es ja gleich sehen. Ich war. Schöne blonde Haare und so riesige blaue Augen. Das ist natürlich das Einzige, was auffällt, nicht wahr, Freunde? Ich glaube, Ware hat irgendwie komische Vorlieben, nicht wahr? Also es kommt komisch rüber, oder? Also seid doch mal ehrlich. So, und die müssen wir anquatschen, weil, man glaubt es kaum, Tiny, oh, jetzt habe ich weggedrückt. Scheiße, Mann, ich wollte da wohl schneller machen. Scheiße. Okay, dann erkläre ich es halt mal kurz. Oh, Münzen, danke. Die sucht irgendwelche Perlen und die haben irgendwelche Muscheln entführt, ne? Obwohl die Muscheln eigentlich ja die Perlen besitzen, ist ein bisschen komisch. Wer weiß, auf jeden Fall sucht sie ihre Perlen und die müssen wir für Madame besorgen. Und dafür kriegen wir ebenfalls wieder eine goldene Banane. Ist ja klar, was soll es auch sonst in diesem Spiel geben? Obwohl, es gibt eigentlich genug Sammelkram, den man kriegen würde. So, was mache ich denn jetzt? Da war ein Chunky-Banane. Die nehmen wir mal mit einfach mal. Können wir nicht gleich die Münzen hier mitnehmen? Warum nicht, ne? Oh, genau das hasse ich. Man rutscht immer in dieses scheiß Fass hinein. Kommt übelst so schlecht an die Münzen ran. Ja, ja. Oh, super, Chunky, du bist toll. Manchmal jedenfalls. Aber auch nur manchmal. So, wo sind die Bananen? Die waren da irgendwo unten. Grüne Bananen. Ah, genau. Die sind ja auch mies versteckt, ey. Wenn man die nicht direkt sieht und irgendwie vergisst, dann hat man am Ende schnell mal 10 grüne Bananen verpasst. Ich war, ich schwimm doch mal schneller hier. Was war's denn, du Dicker? Kommst du nicht vorwärts? Ah, jetzt. Oh, jetzt bin ich natürlich wieder zu schnell geschwommen. Ist ja klar. Muss ja kommen. Ja, Anti-Skill for the win, nicht wahr? Oh, hallo. Chunky. Mano. So duster, man sieht ja auch kaum was. Außer die grün leuchtenden Bananen, die klassischen Nintendo-Farmen, nicht wahr? Ich finde toll, dass Nintendo so farmfroh ist. Muss ja nicht alles so grau sein wie diese Welt, nicht wahr? Das ist ein bisschen trostlos sonst. So, ist hier unten nicht ohne irgendwas? Ah, Chunky-Münzen. Gut, nehme ich mit, das Gedöns, warum nicht, ne? Mittlerweile hat er auch fast 80 Münzen, die olle Sau. Na, er legt auch nicht nach. Er ist auch eine Frau, er braucht viel Klamotten. Ich glaube eher, weil Chunky mal fetter wird und dadurch mal neue Größen braucht, nicht wahr? schon wieder rassistisch. Heute ist echt schlimm. So, ich brauche nochmal Lenky, scheiße. Na, warte mal, hier nehme ich das hier oben lieber, das Fass. Ich muss ja sowieso in das komische, weil ich habe vergessen, mit dem Schwertfisch diese Tür da oben aufzumachen.
Die kriegt man nämlich nicht anders auf als mit dem komischen Schwert-Heini da. So, hallo. Wo ist denn das Fass hier da? Ah, da, da. Ach, Mann. Die Wassersteuerung ist ja echt, lässt manchmal echt zu wünschen übrig. Muss man ehrlich zugeben. So, einmal. Falsche Richtung. Umdrehen, 180 Grad. So, jetzt haben wir. Jetzt hier genau rinder. Stup. Einmal schön verwendet in den coolen blauen Schwertfisch mit der geilen Mucke. Ach, die ist so schön happy. Genau, da will ich hin. Und mit diesem Typ kann man auch übelst gut springen. Oh, wenn nicht gerade was über einem klebt. Schwimm normal. Wie so ein klassischer Delfinsprung halt. Obwohl ihr gerade davon gar nichts seht. Aber das müssen wir sowieso noch einige Male machen, weil dafür manche Aufgaben bereitstehen. So, ich sehe hier ist gerade sogar noch was für Donkey. Ist ja super. Basic. Oh. Super, ich musste mich gar nicht zurückverwandeln. K.U.L. hat es für mich übernommen. Finde ich aber sehr nett von dir. So. Hep! Einmal Donkey Kong mitgenommen. So, komm mal mit, Typi hier. Da waren noch mehr Bananen für dich. Dann hat er eigentlich schon fast alle 100 zusammen. Aber er ist eine einzige Goldbanane. Das ist so. Das ist aber ein schlechtes Zeichen, nicht wahr? So, schwimm nochmal, Donkey! So, hallo, wo ist denn hier noch mehr? Ist das die Einzigen hier? Da ist auch noch eine Mitte gewesen und hier noch eine und Alter, überall verteilt hier. Denk mal, da hätten wir. Ah, Mann, Donkey! Mann, du isst doch gerne Bananen, oder? Also nimm sie doch auch mit! Sicke mal alles für dich übernehmen, ist doch ätzend. So, hier ist noch eine. Komm mit, los! Ja. Und damit haben wir die 16. Bananenmedaille. Wo ich mich frage, wozu sind die überhaupt jetzt noch gut? Die brauchen wir doch jetzt gar nicht mehr. Ich meine, man hat 15 hat das Rare-Spiel gemacht und jetzt, warum gibt es jetzt weiter Bananenmedaillen? Die hätten sie von mir aus auch mit 35 machen können. Die Rare-Münze, ich meine, jetzt habe ich bin noch nicht mal mehr mit der vierten, mit der Hälfte des Spiels fertig, wa? Und habe jetzt schon, wartet mal, wo ist denn das? Hallo, die Übersicht, genau. Hab schon die Nintendo und die Rare-Münze, die man eigentlich erst am Schluss braucht. Ist ja ein bisschen gaga, ehrlich, muss man ja ehrlich zugeben, aber okay, naja. Man muss ja auch mal kleine Fehler bei so Spielen aufzählen, aber das ist, glaube ich, ganz normal. Kein Nobody-Spiel ist perfekt. Die Welt hat keine Perfektion, warum soll es denn da perfekte Spiele geben? Das wäre voll schwachsinnig. So, ich glaube, ich muss schon wieder mal den Part beenden. Dringend, ich bin schon wieder viel zu lange unterwegs, Freunde. Also, ich würde sagen, wir sehen uns wieder am nächsten Part. Ich warte jetzt mal hier bei Schniedels Hauptquartier. Er hat Schniedel gesagt. Also, Freunde, bis zum nächsten Part. Macht's gut, haut rein und ciao.